So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Asselschlamassel, einem Spiel von drei Magier. Die sind ja für diese kleinen, süßen Kartenspiele bekannt, die sich immer irgendwie mit irgendwelchem Ungeziefer beschäftigen. Das bekannteste da ist sicher Kakerlakensalat, was auch immer noch ein Highlight ist, das man einfach jedem empfehlen kann. Und die bringen immer häufiger so kleine, nette, kurzweilige Spiele mit diesem Thema rum, die immer irgendwie so einen ganz netten Pfiff haben. Und da ist jetzt das Neueste aus der Reihe Asselschlamassel. So, die Grundidee von Asselschlamassel ist, dass immer ein Spieler in die Rolle eines Tierdompteurs schlüpft, der seine Tiere mit Klatschen und auf den Tisch klopfen erzieht und den anderen Mitspielern quasi einen Code vermittelt. Die müssen daraus raten, welches Tier er jetzt gerade hat und welche Anzahl davon. Und der Dompteur muss das halt versuchen, so schwierig zu machen, dass es irgendwie alle falsch machen. Dann bekommt er Punkte. Wenn es irgendwer richtig macht, bekommt er eben das Tier und damit auch ein Punkt. Wie das jetzt im Detail aussieht, gucken wir uns mal an. Hier oben gibt es so Reihenfolgekarten, die werden einfach zufällig gemischt. Wenn man die normale Variante, die einfache spielt, nimmt man nur vier verschiedene Tierarten, dann wird auch das die Tierart, die hier drin ist, wird halt komplett aus den Karten rausgesucht. Dann spielt man also nur mit 40 Karten. Und wenn man es dann kann und es ein bisschen schwerer haben möchte, nimmt man einfach alle fünf Karten. Die werden dann zufällig in irgendeiner Reihenfolge hier ausgelegt. Jeder Spieler hat vor sich schon mal drei Karten, die gelten einfach als Punkt. Eine Karte ist ein Punkt. Man braucht schon so ein bisschen was, um anzufangen, weil man eben, wenn man falsch liegt, auf der Punkte abgeben muss. Dann ist ein Spieler Dompteur und der guckt sich jetzt seine Karte an. Und in dem Fall müsste ich jetzt meinem Mitspieler mitteilen, dass ich hier vier Spinnen auf der Hand habe. Das heißt, ich gucke mir die Karte an, die anderen Leute sehen die nicht. Und das muss ich jetzt machen, indem ich eben klatsche und klopfe. Das heißt, wenn ich die mal offen hier hinlege, jedes Mal auf den Tisch klopfen würde ein Tier in der Reihenfolge bedeuten. Also hier wäre einmal klatschen, zweimal klatschen, dreimal klatschen, viermal klatschen, fünfmal klatschen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel machen würde, wüsste meine Mitspieler, okay, es ist eine Spinne. Und wenn ich dann noch machen würde, dann wüssten sie, aha, vier Spinnen. Derjenige, der es zuerst sagt, bekommt die Karte, damit einen Punkt. Da ich natürlich nicht einfach nur mache, damit sie schnell draufkommen, könnte ich zum Beispiel auch irgendwie machen. Das ist schon ein bisschen verwirrender und da kommt es eben auch auf Schnelligkeit an. Ne, wer zuerst richtig reinruft, gewinnt zuerst. Das heißt, da muss man wirklich darauf achten, dass man ja das Ganze wirklich schnell hinbekommt. Und auch als Dompteur muss man eben darauf achten, dass man da nicht durcheinander kommt. Also vorher kurz innehalten, wie mache ich das? Und dann versuchen, das Ganze richtig darzustellen. Also wenn ich dann das jetzt einfach mal, das heißt, wenn ich das einfach mal mache, so dass ihr nicht seht, was ich da habe, dann würde ich euch jetzt dieses Tier hier darstellen. Na, 21, 22, jetzt müsst ihr schon raus haben, was ich gemacht habe. Ich habe eben fünfmal geklatscht und viermal auf den Tisch gehauen. Also habe ich da fünf Schnecken dargestellt. Na, dann würde der Spieler, das richtig geraten hat, diese Karte bekommen. Na, dann würde die nächste Karte aufgedeckt werden. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen witzlos, sage ich jetzt wirklich nur um Geschwindigkeit. Und wer dann zuerst ruft, eine Ratte, der hat dann halt gewonnen. Das heißt, man sollte das auch dann irgendwie schnell machen, nicht warten und dann noch weitermachen, das wäre halt unfair, also man sollte das möglichst immer zügig machen. Und dann, nachdem jeder Spieler einmal dran war, werden auch diese Karten hier genommen, wieder gemischt und zufällig ausgeteilt, sodass man da eben auch immer ein bisschen umdenken muss und sich nicht einfach für ein Spiel das ganze Schema einprägen kann. Je nach Spielerzahl sind hier unterschiedlich viele Karten drin. Bei drei Spielern sind es 15, bei sechs Spielern sind es 18 Karten. Sobald der Kartenstapel leer ist, ist das Spiel zu Ende. Wobei, auch wenn ich jetzt als Dompteur irgendwie das hier darstelle und jetzt irgendwie einen Fehler mache, weil ich vergessen habe, dass sich die Position geändert hat, auch gerade bei höheren Zahlen kann das passieren, dann schiebe ich halt die Karte wieder drunter und eine aus meinem Vorrat, sodass hier potenziell auch mehr Karten liegen können. Und wenn irgendjemand rät, nachdem ich den Code kommuniziert habe und was Falsches rät, dann muss die Person mir dafür eine Karte geben. So kann ich also als Dompteur, wenn ich es den Mitspielern schwer mache, auch an Punkte kommen. Das ist also dann auch mein Ziel, dass die Leute es nicht erraten, weil sonst bekommen die halt Punkte und ich nichts. Na, ich möchte das dann schon so machen, dass die anderen Leute nicht drauf kommen. Ich sag, wenn die Karten alle sind, dann zählt man einfach, wer hat wie viele Karten. Wer dann die meisten Karten hat, hat das Spiel gewonnen. Und das ist Asselschlamassel von den Regeln her und vom Spielablauf her. So, wie finde ich jetzt dieses Spiel? Es ist von der Grundidee her auf jeden Fall sehr witzig, sehr gut. Es ist aber nicht so Kakerlakensalat zum Beispiel. Es ist halt ein Konzentration-Reaktionsspiel. Das ist einfach was für jeden. Also ich habe da noch fast niemanden, also ich persönlich habe noch niemanden getroffen, der es nicht mocht. Das wird sicher Leute auch geben, die sagen, oh Gott, geh weg damit, weil man da auch einen Hirnknoten bekommt. Aber das ist eigentlich schon so, dass es jeder mitspielen kann. Jeder findet es witzig, jeder findet es gut. Bei dem Spiel ist es hier eben wirklich so, dass es durchaus
also der, nenne ich Mangel daran, aber halt das Problem ist, gerade wenn man irgendwie so 4-5 darstellen muss, also wenn ich halt irgendwie 5 Fliegen darstellen muss und ich dann irgendwie und dann selbst gar nicht mehr weiß, ob jetzt das, was ich da gemacht habe, stimmt oder nicht, dann kann man darüber halt diskutieren. Leute haben schon gesagt, wenn wir es gespielt haben, ja, muss halt irgendwie eine Kamera nebenbei mitlaufen lassen, dass man dazu immer nachgucken kann. Das ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders. Und im Zweifel muss man auch sagen, okay, ich habe es falsch gemacht und da drunter schieben, aber das weiß man eben auch oft nicht mehr. Manchmal gibt es auch dann irgendwie Streit, dann sagt, wie, du hast doch 3-mal, nee, ich habe 4-mal. Und das ist halt so ein kleines Problem bei dem Spiel. Da ist es dann vielleicht auch schöner, wenn man es in der einfachen Variante mit nur 4 Karten spielt, dann ist das Ganze ein bisschen weniger fehleranfällig. Also, und das hat eben allein durch diesen Faktor, dass man da schnell durcheinander kommen muss, eben auch schnell aufpassen muss, schnell mitdenken muss, beim Klopfen und Klatschen, auch beim Mitzählen nicht durcheinander kommen kann. Also ich habe es im letzten Spiel eben auch versucht, bei jedem Klatschen einfach mal eins weiter zu gucken, beim Zählen nur quasi mit den Fingern mitzuzählen. Da kommt man schon durcheinander. Also es ist auf jeden Fall fordernd, das Spiel. Es gibt Leute, die finden sowas total toll. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit Kindern und für Kinder untereinander auch sehr, sehr witzig ist. Aber es gibt da eben so ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn sich da irgendwelche Fehler einschleichen, was leicht mal passieren kann, dann gibt es immer wieder Diskussionen oder Situationen, wo man sagt, na, wie war das jetzt genau? Und das ist eben, ja, so würde ich mal sagen, so ein Schwachpunkt bei diesem Spiel. Ansonsten ist eben das Artwork wieder ganz nett aufgemacht. Ne? Das ist halt wieder irgendwelches Ungeziefer zum Thema. Die Regeln sind leicht und verständlich. Man hat's, ne, man kann das so in einer Beispielrunde, wenn ich das Spiel erklären würde, würde ich halt immer eine Karte ziehen und das dann einmal exemplarisch machen. Das heißt, so, das könnte man jetzt, ne, so machen oder eben irgendwie. Und dann wissen alle ungefähr, wie geht das. Macht man vielleicht noch eine zweite Beispielkarte und dann fängt man dann los zu spielen. Dann ist eigentlich ziemlich schnell jeder drin. Und ja, das ist meiner Meinung nach alles, was man so zur astischen Masse sagen kann. Mit mehr Leuten hat man natürlich ein bisschen mehr Chaos drin. Dann ist es auch noch schwieriger, schneller zu rufen. Das erhöht natürlich den Druck ein bisschen. Zu dritt kann es schon ein bisschen gemütlicher sein. Und ja, das ist Astischer Masse. Ich denke, jetzt wisst ihr, wie es läuft. Ob das was für euch ist oder nicht, müsst ihr eben selbst entscheiden. Die Grundidee ist nett. Wo so die Probleme liegen könnten, habe ich euch jetzt auch versucht zu erzählen. Wenn es euch zulegt und ihr denkt, es ist was für euch, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit.